Moin Freunde, was geht? Willkommen zur ersten Folge hier vom Multiplayer in Star Wars Battlefront 2. Wir spielen Galaktischer Angriff auf Kashyyyk und mit dabei ist der Sergeant Panda. Moin Moin. Ja, und wir haben beide bisher kaum Multiplayer gespielt, wegen Zeitgründen und so einen Schritt, halt wegen Schule und ja, wir freuen uns jetzt, auf Kashyyyk zu spielen. Okay. Ich habe jetzt nicht hingehört, was der Taktik-Druide uns gesagt hat. Irgendwas mit... Mach mal. Okay, irgendwas mit mach mal. Das ist ein guter Anfang. Ach, ich liebe die Konfiguration unabhängiger Systeme, also die Separatisten. Und falls ich kann mit der Kackwaffe nicht anvisieren, ne? Echt? Ich schon. Ich habe nur über die Schulter. Ego. Falls euch wundert, dass es keine Facecam gibt, Abi leckt neuerdings mein Battlefront, wenn ich eine Facecam noch aufnehme. Ja, ich weiß, nicht so geil. So. Und oh mein Gott, links greifen ganz viele Wookies die Droiden an. Alter, sind das viele Wookies. Komm mal, guck mal ganz nach links, wo diese komischen Häuser sind, die schweben. 5, 4, 3, 2, 1. Komme. Alter. Wie geil. Ah, ich kann da leider nicht hinlaufen. Alter. Okay, gut. Wenden wir uns mal wieder den relevanten Sachen. Ja, nur ein paar Sachen viele. Ja, bedingt viele Wookies. Warte, ich komm mit dir. Schlechte Idee wahrscheinlich. Denn diese App ist einmal gespielt, das sind Klone. Hast du ein richtiges Ziel, Fernrohr? Boah, ich habe nur so ein leichtes Anvisier von wegen reinzoomen irgendwie. Da war er wie eine Art Sniper. Ne, ich kann einfach ein bisschen reinzoomen. Ach, also dieses richtige Ziel, Fernrohr hast du mal als Spezialist, glaube ich. Kontrollpunkt 1. Ab jetzt ist mit erhöhtem Widerstand zu rechnen. Okay, also den MTT beschützen. Einer ist so oben im Baum gerade. What the fuck? Na, lass ihn doch. Der Spezialist. Transporter getroffen? Kopfschutz? Schuss? Seit wann kann man schon Transporter einen Headshot geben? Ach so, warte, der hat ja sogar einen Kopf hier vorne. Ah. Der gute alte MTT. Oh, geil, Alter. Die ganzen Sachen, die hier rumliegen. Ich weiß leider gerade nicht, wie diese Raupe hier heißt, aber ich liebe diese Raupe. Alter, das Kanonenboot hat mich halt komplett zerstört. Werfergranate. Ja, ich hab's da oben gesehen, das Kanonenboot der Republik. Ach Gott, Alter. Seit ich bin mit einer Droiden überarbeitet. Echt? Ist mir aufgefallen. Das hat nichts über meine Aiming-Skills. Sie sind nicht vorhanden, ich weiß. Es geht ja auch um den Spaß, ja? Ich finde, die wackeln halt so ein bisschen mit jetzt beim Laufen. Die sehen nicht ganz so aus, als hätten sie einen kompletten Stock im Arsch. Naja, das haben sie ja eigentlich. Ja, schon, aber sie laufen halt nicht mehr ganz so ohne irgendwelche Bewegung, sag ich mal. Oh, mein erster Kill. Ah! Das war uncool. Das war sehr uncool. Du ein Kill oder ein Kill Assist gemacht? Gekillt worden. Ja, weil du einen Kill hast. Achso, das davor, ja, da habe ich einen Kill gemacht, tatsächlich. Schatz. Ich habe nur einen Assist bisher. Oh, wir sind beide richtig gut. Ja. Später um dieses Spiel. Spielst du mal eine Runde Ego-Perspektive? Kannst du nicht. Doch, natürlich kann man das mit Droiden. Nein. Doch, C gedrückt halten. Ach ja, gedrückt halten. Ich tipp immer nur. Ja, toll, dann wechselst du einfach nur die Kameraseite. Ja, ist mir jetzt auch wieder bewusst geworden. Oh mein Gott, was hier alles geil ist, rumfährt Droidenpanzer. Geil. Fuck, ein Kanonenboot, ne? Von wo ungefähr okay, kam das Kanonenboot jetzt? Kanonenboot down. Ach so, das Kanonenboot war das, okay. Okay, starten wir mal wieder als Droide. Roger, Roger. Wieso haben sie nicht die Originalsynchronstimme von Clone Wars? Das wäre so geil. Und so sind sie halt ganz nice, aber nicht perfekt, die Droiden. Verdammt. Okay, sind doch cool. Oh, da hab ich einen Kill. Hallo, Mark. Geh doch weg.
Ich habe auch schon 30 Kills. Oh man, es ist so geil, auf Kashyyyk rumzulaufen. Ich habe mich seit Episode 3 und seit Battlefront 1 rauskam, darauf gefreut, endlich hier rumzulaufen zu können an diesem Strandbezirk. Und es ist einfach so, es sieht perfekt so aus wie in Episode 3 mit dem Kreuzer der Venator-Klasse. Der Schnellzerstörer der Venator-Klasse, das ist einfach nur geil. Weil der Winter mit dem Nahkampf gefüllt. Wo zur Hölle sind denn jetzt die Klone? Die Klo-Armee. Oh mein Gott, da sind irgendwie welche. Oh nein, sie haben mich zuerst gefunden. Ja, Mann, ich hab 114 und du? Soll ich gleich, wenn ich tot bin? Tab regelt. Nicht der Klon aus der Klon raus, Leute. Feind erfasst dich. Gutes Zeichen. Super. Oh, Arc 170 Sternjäger. Aber mir fällt ganz ehrlich das Jetpack, muss ich sagen. Bei 260. Immer geil. Boah, Raketentruppler kann man ja trotzdem noch werden. Raketen oder Superkampfdruide? Ja, stimmt, hier kann man nur Superkampfdruide werden, oder? Man kann beides werden. Ich überlege irgendwann, was ich werden möchte. Fuck! Da hat er sein Schild rausgeholt! Und ich wollte ihn wegmachen mit meiner geilen Druiden-Arm-Ellbogen-Schelle. Ja, genau damit. Ja, wir schauen gleichzeitig. Woo! Boah, da geht gerade was runter. Oh, das war gerade ein Fail. Aber es war ein geplanter Fail wahrscheinlich. Panombo down. Ich kann sie nicht ernst nehmen, wenn die einfach sagen, die Droiden. Ich kann sie nicht ernst nehmen. Warte mal, was ist das denn? Boah, da ist so ein komischer Affe! Was? Ist das für ein Affe? Ich verfolge ihn. Ein Affe. Mit so einem roten langen Schwanz. Alter. So ein behinderter Tarzan vom Geräusch, ja. Behinderter Tarzan. Vielleicht diskriminieren werden. Dann. Ja. Effie Night. Hopp. So. Wo gibt es jetzt hier Klone? Die Klo-Armee mache ich so weg. Ich bin ja schließlich ausgebildeter Elite-Droide. Beziehungsweise eher programmierter Elite-Droide. Kann ich eher sagen. Alter. Ja, was passiert hier? Da oben war der! Ey, der sieht aus wie Gree. Sieht aus wie Commander Gree, der Typ. Eigentlich bist du als Droide richtig gefickt, ne? Oh. Oh, rate mal, wer jetzt hier Panzer ist, ne? Ich wollte ihn gerade auswählen, ne? Dem wurde ausgegraut. Kacke, ne? Ich hoffe, du steckst irgendwo fest. Kylo Ren? Och nein, keine 7 bis 9 Helden in einer 3er-Map, ey. Was soll denn das? Ich hasse es. So, Leute. Bam, 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 bam. Okay, ich werde jetzt so hart verkacken. Also, Leute, jetzt seht ihr, wie man es nicht macht mit diesem Panzer. Alle Gefahren für die MTTs eliminieren, ja, gleich. Erstmal durch den Sumpf, ich fahren muss. Vielleicht Meister Yoda ich treffen tue. Warte, was ist E? Ah, mit E kann ich das Cockpit wechseln. Ach so, und dann geht er nach unten, damit ich das große Geschütz verwenden kann. Okay, das mache ich lieber nicht. Oh nein! Ja, was schießt auf mich? Jawohl, Y-Wing geplättert, würde ich sagen. Zurück in die Schlacht. Ach kommt, ach. Es ist auch scheiße hier alles. Ich bin von allen Seiten attackiert. Ich hätte lieber ein Superkampfdruide sein sollen.
Mit dem Panzer ist halt auch fällig, ne? Ja, ein bisschen. Man lenkt so direkt okay. Das ganze Feuer auf sich. Das Spiel ist der letzte Ranz. Wieso? Meine Granate ist gerade an den Busch abgeprallt. Ja, das ist halt ein Busch auf Kaschik. Du weißt nicht, wie sie sich verhalten physikalisch. Ja, das stimmt, habe ich ganz vergessen. Das kannst du nicht mit unseren Büschen hier vergleichen. Oh Gott! Oh Gott! Oh. Ich bin auch echt blind, ey. Also Leute, wie gesagt, Gameplay, was gut ist, hier nicht. Hier seid ihr falsch. Hier gibt es so behinderte Leute, die versuchen, ihnen was zu machen. Ja, mach mal schneller, Taktik-Druide. Er kann halt nichts. Ja doch, er kann dumm lachen. Auch seinen Clone Wars immer. Er kann aber nichts. Ja, er ist ein guter Taktiker. Und wegen keiner so einem... Keiner hört ihm zu und wir schaffen es trotzdem. Ja, okay. Das stimmt auch. Sollte nicht so früh sagen, glaube ich. Oh, hallo Superkampf-Druide, was geht? Na, Yoda ist natürlich ärgerlich jetzt. Yoda? Ich habe einen Punkt auf der Map gesehen, mich umgeguckt, habe aber nichts gesehen und bin weitergelaufen. Und dann habe ich eine kleine Knirps angerannt. Und dann warst du tot. Ja. Ach moin. Ey, Bosk, warum Bosk? Okay, gut, der hat damals schon gelebt. Das ist okay. Gerade noch akzeptabel, ehrlich gesagt. Das ist okay. Ja, da war auch ein Clone Wars zu sehen. Ich glaube, wir sollten mal rechts lang gehen, damit die uns nicht so gut kommen. Ey, hallo Bosk, ich laufe hinter dir jetzt her, du bist cool. Wo läuft er lang? Ja, wer fällt ein? Feind erfasst dich. Warum denn mich? Aua! Warum dich nicht? Ja, warum euch nicht? Weil Boss bei mir ist und aua. Boss ist cool. Da läuft ein, wie heißen die Dinger? Wo die Klone drin sitzen, diese zwei Beine? RTs? Kann sein, ja. Ja, AT-RT. AT-RT. So ist es ja in Englisch dann. Ja, Englisch, Englisch. So. Okay, Druide, Superkampf-Druide, einfach nur Superkampf-Druide, würde ich sagen. Und wieder versagt die Technologie der Republik. Ihr seid auch ein reines technisches Versagen, Mensch. Oh geil, die Geschütze da, wie sie funktionieren auf diesem Kreuzer. Oh, die Map ist so nice. Geh nicht oben rein. Ja, schön, dass oben Rey und Yoda in einem Raum stehen. Rey und Yoda in einem Raum. Ja. Ja, moin. Bei dem rechten Ding, was wir da sabotieren sollen. Kannst du mal reingucken. Also eigentlich muss es Ray gewesen sein. Ich warte mal kurz, das rechte Ding? Ja. Muss doch nicht einfach das Ding. Doch, renn mal, guck mal rein. Oben. Nö, ich bin super Superkampf-Druide, ich trau mich da nicht hin. Oh, da ist ein Klon. Okay. Wer muss es ja wohl tun? Ja, auf geht's rein mit dir, komm auf. Attacke! Wuhuhui! Ah, moin, Ray. Du bist mein Lieblingsstraßenlamerin, wusstest du das? Wusste sie. Sie hat mich zu Schrott gemacht, um mich aufzusammeln. Und Yoda ist auch noch mit. Ja, und Yoda hat noch meinen Schrott zerschrottet. Oh, wow. Trupp bilden, ja. Wenn die anderen Yoda und Rey haben, dann bildet es nicht so leicht einen Trupp. Ich glaube, ich sollte so langsam mal Superkampf-Druide spielen, weil sonst kann ich das Load gleich nicht mehr. Ich habe noch 4000 Points über. Oder Battle-Punkt. AT-RT! Attacke! Den krieg ich mit der Schrotflinte, komm. Okay, Yoda! Oh Mann, ist der putzig! Zitat Superkampf, Kampfdruide. 5 Sekunden später war er nicht mehr da. Ey, den AT-RT kann man echt nicht gut killen. Einfach reinschießen! Ah, Ray!
Mann. So. Oh, männlicher Schrei hier gerade auf meiner Tonspur zu sehen. B2-Einheit online. Auf geht's. So, schwerer Droide. Auf, auf. Wir haben nur 44 Leben, wir sollten so langsam mal, ne? So langsam mal? Wir sollten so langsam mal Rey und Yoda vertreiben. Ja, aber ich weiß nicht wie. Ich auch nicht. So, mit E habe ich einen Raketenwerfer. Ich kann jetzt einfach reinmachen, Raketenwerfer und gucken, was passiert. Einfach auf einen halten. Auf den ersten, der dir in den Weg rennt. Okay, Rey hat 20 Schaden bekommen. Gut. Halt noch 700 Leben, es ist so OP da drin. Ich wollte gerade rein, aber dann kamen irgendwelche republikanischen Offiziere, die mich weggemacht haben. Roger, Roger. Roger, Roger. Hi, Mark. Wo? Da. Oh, B2RP-Raketendruide. Ja, es ist das zweite Mal, aber ich komme da halt nicht rein, ne? Muss sagen, ich finde die Bodentextur nicht mehr so schön wie im ersten Battlefront. Doch, ist hübsch. Aber nicht mehr, aber... Ja, ich hab jetzt gerade vor die Aufnahme 175. Bei 200 senke ich ja 35 FPS runter. Mit Aufnahme. Ey, wir sind drin. That was she said in einem Flottendreier. Ich höre immer noch ein Lichtschatten hier an, wo... Ja, rum. Ich auch, aber Yoda ist gestorben. Hallo Mark, das sind wir! Oh, das sah aus wie ein Klon, ey, mit so einer grünen Tarnung. Geil, wie man hier überall dran rumrennen kann. Wir müssen das hier verteidigen, unbedingt, ey. Komme. Der Feind hat einen neuen Truppkommandeur. Von wo schießen die jetzt gerade? Weiß das nicht. Oh geil, hier oben hat einer Schiff reingesetzt. Da war einer. So, komm, gleich haben wir's. Darth Vader! Jawohl! Ey, nein, Boba und Darth! Ihr gehört hier nicht her! Nicht in diese Ära! Wo ich meine Boba, okay, aber nicht... Nein, geh weg! Stirb! Ich will Yoda wieder haben. Yoda wieder haben. Du gehörst hier nicht hin, Darth. Du bist doch Anakin. So, auf geht's. Perfekt. Und weiter geht's. Ja, wenn das das Kanonenboot wäre. Ja, Mann! Endlich! Haha. Ein Vulture-Droiden-Bomber. Bomber der Hyänenklasse, wie sie es hier ausschreiben. Taktische Maßnahmen eingeleitet. Muss sagen, ich mag Bomber ja nicht ganz so gerne. Ich muss sagen, ich mag nicht, dass ich diesen Game nichts treffe. Ja, das ist super. Das war völlig recht. Alter, ich liebe es hier zu fliegen. Oh, ich hab auf Darth geschossen, wenn ich geschossen hab. Ja. Heiner. So, erstmal die Verfolger hier abschütteln. Irgendwie. Es klappt nicht. Weißt du, was natürlich ärgerlich ist? Wenn Luke und Leia da hinten rumlaufen. Oh, die gehören hier nicht her! Ich glaube, das waren aber gerade die beiden. Ich bin gestunt. Bitte. Ja, schade. Perfekt, der ist abgestürzt. Wir kacken gerade voll, ne? Ist mir egal, ich kann in der Luft irgendwas machen. Das reicht mir. Oh wow, du bist in der Luft. Den haben wir verloren, deswegen. Als ob ich so viel bewirkt hätte. Boah, ey, die jagen mich hier die ganze Zeit ununterbrochen. Sprengsätze erreichen in Kürze optimales Energieniveau.
Detonation der vorderen Rohren vorbereiten. Alter, ey, das ist gerade harte Luftschlachten, die ich mir hier liefere mit denen. Der Kackrolle macht mich aggressiv, ne? So. Schade, hier oben das Lichtschwert hat mich getötet. Ja? Okay. Siehst du immer noch? Ja. Wow. Einfach, wo ich nicht ganz scheiße drin bin im Fliegen. Das ist auch immer Schlusswasser am besten Content, Battlefront, und dabei kann ich es nicht besonders gut. Oh, Junge. Ich hab hier irgendjemanden wieder hinter mir. So. Ich frage jetzt noch, wo sind die, die hier auf mich schießen wollen? Ah, die sind weg. Weiß ich nicht. Ah, das ist zu riskant. Die haben mich sonst. Okay, das haben sie wahrscheinlich eh. Ja, leichter gesagt ist getan. Ich habe hier ein paar hinter mir, die ich die ganze Zeit schon abschütteln muss. Jetzt mach doch mal, trau dich doch mal was. Trau dich ganz, wenn du meine Manöver hier sehen könntest, ne? Ja, ja. Guck ich mich später an. Okay, kommt einmal durch den Hangar. Okay, warte, warte, ich möchte was angucken. Okay, ich bin tot. Wann bist du da? Durch. Ja, hätte ich jetzt auch gewusst. Ja, ich hab einen Beweis. Alter, ich kann leider nicht lange genug irgendwo draufbleiben. Ja, warte, ich komme gerade rückwärts. Es wird jetzt überhaupt nichts, aber egal. Ja, jetzt konnte ich leider nicht mehr. Ja, weil ich gerade auf dem Kopf war. Oh, da ist gerade etwas zerschellt oben. Nicht oben. Achso, doch, da oben. Aber ey, Leute, ihr müsst zugeben, ich kann schon nicht so scheiße fliegen. Nee, du kannst richtig scheiße fliegen. Nö, ich kann halt eigentlich sogar nicht schlecht fliegen. So langsam fuckt es mich auch, bis hier einfach jeder rumläuft. Dann flieg einfach rum. Mach's wie ich. Mach ich jetzt auch. Oh, warte kurz, das waren die falschen Leute, dachte ich gerade. Warte, bist du im Hangar? Ja. Hey, guck mal, komm mal. Das sind unsere Leute, die waren noch gerade rot. Warte, komm mal. Bist du da irgendwo? Ja. Okay. Das wird so schief gehen. Ich weiß. Hallo. Ja, moin. Je, 3-2-15. Ich bin letzter. Oh, ich helfe unserem Team so krass. Oh ja. Ich bin krasser als Wasser. Boom. Krasser als Wasser. Ja, ja. Ich habe ja von Pete geklaut. Er hat einmal getweetet. Später. Oh, ups. Oh. Ja, unser Panzer ist lebensmüde. Komm, Panzer, geh vor. Du machst das. Ich vertraue auf dich. Ich glaube, wir haben verkackt. Quatsch. Wir haben noch 5 Leben, noch 4 Leben. Ja, die werden aushalten. Bis das Ende des Lebens von ihnen. Oh, oh. Eins noch. Ja, was? Jupp, wir sind am Arsch. Tja, Separatisten, habt ihr toll gemacht. Oh Mann, so ein Ding würde ich gerne fliegen von den Wookies. Okay, das war's dann wohl für unseren MTT. Ja. War auch trotzdem eine ganz stimmige erste Folge von Battlefront Online, würde ich sagen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Der Imperator, wo war der denn?